Der Meeresbiologe Jörg Feddern von Greenpeace hat sich auf die Suche nach dem Öl gemacht. Er hat im März 14 Tage lang die Golfküste bereist. Die Strände, das Mississippi-Delta, den Unglücksort selbst. Und ich freue mich jetzt, mit ihm zu sprechen. Herr Feddern, ich grüße Sie. Schönen guten Abend. Was haben Sie auf Ihrer Reise gesehen? Wie sauber ist die Golfküste inzwischen? Von einer sauberen Golfküste können wir auf keinen Fall sprechen, denn überall da, wo ich war, habe ich Öl gefunden. Und ich war doch sehr überrascht darüber, dass ich gar nicht suchen musste. Ich musste eben nur an die Strände fahren, an die Küstenabschnitte und überall habe ich Teer- und Ölklumpen gefunden. Und von einer sauberen Küste kann man deshalb überhaupt nicht reden. Waren Sie auch überrascht, wie die Natur und das Meer diese Ölkatastrophe verkraftet hat? Ich denke, das Meer wird noch eine lange Zeit brauchen, um diese Ölkatastrophe zu verkraften. Es ist ja so, dass kolportiert worden ist, dass der größte Teil dieses Öls verschwunden sei. Aber inzwischen stellt sich immer mehr heraus, dass ein ganz, ganz großer Teil dieses Öls inzwischen eben auf dem Meeresboden wiederzufinden ist. Sogar bis an die Küsten ran, 100, 200 Meter Abstand von den Küsten, finden sich große Teermatten. Das sind also große Teppiche von Öl, die mehrere Zentimeter dick sind. Und das zeigt eben, das Öl ist aus der Natur eben nicht verschwunden. Könnte man denn diese Teermatten absaugen? Wäre das technisch möglich? Das ist technisch mit Sicherheit möglich, diese Teermatten, wenn man sie denn gefunden hat, abzusaugen. Man muss sich aber immer vor Augen führen, wenn man diese Teermatten aufreißt und Öl ist ein Giftstoff, dann werden diese Giftstoffe aus dem Öl in die Wassersäule abgegeben und zum Beispiel Austern, ein wichtiges Wirtschaftsgut dort unten an der Golfküste, könnten diese Giftstoffe aufnehmen und damit wären die Austern für den Verzehr, für den menschlichen Verzehr zumindest, nicht mehr geeignet. Davor hat man auch ein bisschen Angst dort unten. Was sagt BP dazu? BP sagte, sie wollen natürlich, soweit es geht, dieses Öl beseitigen und machen da auch groß Reklame mit. Und man hat auch die Ölarbeiter gesehen. Und ich habe sie auch dann gefragt, wie lange braucht ihr denn hier unten noch, um aufzuräumen? Ich habe entweder ausweichende Antworten, gar keine Antworten bekommen und bin dann spätestens nach 2, 3 Minuten auch des Platzes verwiesen worden, weil man möchte da unten keine Zeugen haben, was mit dem Öl tatsächlich passiert. Ganz merkwürdig ist ja auch, was mit den vielen toten Delfinen passiert ist. Die Wunden sind eingesammelt worden, aber es liegen bisher keine Laborergebnisse vor, ob es einen Zusammenhang zur Ölkatastrophe gibt. Warum nicht? Das ist ein kompliziertes Verfahren in Amerika, weil sollte sich herausstellen, dass diese Delfine aufgrund dieses Unfalles gestorben sind, es sind vor allem Jungtiere, die jetzt gerade zur Welt gekommen sind, dann ist es ein Gerichtsverfahren, das folgen wird und deswegen muss BP einem Labor, das diese Gewebe untersuchen kann, gefunden werden und dem zustimmen und solange dieses Labor nicht gefunden wird, wird es auch keine Ergebnisse geben und das macht die Menschen dort unten sehr, sehr wütend, weil sie natürlich wissen wollen, woran sterben die Delfine und hat das eventuell Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Und unterdessen gehen ja auch munter die Tiefseebohrungen weiter. Allerdings heißt es, die Sicherheitsauflagen sind verschärft worden. Können Sie das bestätigen? Es ist so, dass Sicherheitsauflagen verschärft worden sind, aber aus unserer Sicht, aus Sicht von Greenpeace, reicht das bei Weitem nicht aus, denn die Technik bleibt dieselbe. Und wenn wir in der Geschichte zurücksehen, es kommt immer wieder im Golf, auch im Golf von Mexiko, zu beinahe Blowouts. In den letzten 10 Jahren 79 Fälle, wo man eben die Kontrolle über die Bohrlöcher verloren hat. Und das zeigt uns, wie gefährlich das ist. Und deswegen bleiben wir auch bei unserer Forderung, Tiefseebohrungen der Ölindustrie haben einfach keinen Platz und keine Berechtigung und müssen untersagt werden. Jörg Feddern, vielen Dank für das Gespräch.